Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Parzikor Keeper. Heute wieder mit den drei Kollegen vom letzten Mal, mit dem Exorzismus, dem Palbanta und dem Extreme. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Heute wird's wieder lustig. Leuchtet noch irgendwas? Geh ich mal kurz hin. Ja, ich gehe schon mal voraus. Wir haben irre viel. Ich bräuchte noch mal die Angel. Ich leg sie mal hier hin. Wenn du irgendwelche Samen hast, sofort rein damit. Ja, habe ich eine ganze Menge. So, die Zinnenbahn hat hier auch mal irgendwer schon einer teilweise gemacht. Frage ist, woher kriegen wir mehr Zinn? Ich mache schon mal eine zweite Wasserkanne, weil ich glaube, die werden wir gleich noch brauchen. Wir hatten hier schon eine bessere Kiste gebaut. Ich habe eine gefunden. Ach so. Ich habe den Guppy mal da reingelegt. Ich leg mal Bomb Pepper dazu. Da macht es irgendwas. Die Samen, die könnt ihr übrigens eigentlich direkt in den Boden setzen. Ja, solange da noch Platz ist. Was ist das denn da? Holz? Ja. Kann man unterwegs Brücken bauen oder muss man das nur vor Ort machen? Ich glaube, das musst du zu Hause machen. Ja, musst du aus der Werkbank. So, wie nehme ich das Ding jetzt auseinander? Du kannst ja zwischendurch eine Werkbank bauen, die kurz platzieren. Ah, so. Und dann. Du wirst nur nicht drauf geachtet, wie das ist. Das war eine Idee. So, das macht Sinn. Hä? Was gibt man da rein? Kommen da die Fossilien? Ich will immer draufschlagen. Football, man kann diese Dinger hier in der Basis ansprechen. Footbridge. Gorm de Devorer. Welchen vier? Looks like it needs energy. Der Hive-Mother. Ich glaube, das sind Bosse, die man beschwören kann. Ja, hört sich so. Auf jeden Fall so. Ich glaube, den einen Boden, den könnt ihr jetzt auch mal ruhig liegen lassen. Wir haben über 500, glaube ich, gerade am Schleimboden. Ich glaube, wir brauchen es nicht mehr. Ist nur so eine Vermutung. Nee, ich nehme das nur auf, damit er nichts mehr spawnt hier in der Nähe. Ja, wir können uns ja später so einen Raum machen, damit wir Schleim farmen können, weil den brauchen wir. Was ist das hier? I need a drill for this, steht hier. Okay. Ich hab keinen Bohrer. Was einsortieren hier? Boah, guck dir mal unsere Farm an, Exo. Wie riesig die jetzt ist. Ich brauch dich beim Gießen. Da kann man schon die ersten wieder abbauen, oder? Oh, ich hab Zinn, glaube ich, gefunden. Ja. In der Wand? Ne, ich hab Claywall, ich hab Lehmwand gefunden. Oh, same! Und da ist Zinn! The Clay Caves! Neues Gebiet! Zinn. Nice, okay. Soll ich Zinn einschmelzen direkt, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen es ja für die nächste Werkbank. Okay. Alter. Kannst du mir danach bitte hier beim Gießen helfen? Clay abbauen ist mega anstrengend. Yep. Ich weiß nicht, ganz muss man das... Clay Pickaxe. Aber braucht man dafür die Axt oder eher die Schaufel? Ich muss erstmal kurz. Ach ja, das heißt ja Holz. Die Spitzhacke. Oh, die, diese komischen Holzdinger, die man sich anpflanzt, die musst du auch mit einer Axt abbauen, sonst kriegst du kein Holz. Ich hab's gerade mit der Hand abgebaut. Hast du mit der Schaufel mal probiert? Weiß ich nicht. Nee, noch nicht. Ich hab keine Schaufel. Haben wir noch eine Gießkanne eigentlich? Ich hab mir gerade eine gebaut. Kann ich auch eine Repair Station? Was ich mir vorstellen kann, dass man im Bett sich heilen kann. Das könnte sein. Wir sollten es mal ausprobieren. Ich baue mal eins. Ich gieße auch mal die Felder, die wir noch nicht bepflanzt haben. Und erweitere jetzt unseren Farming-Bereich, weil der wird offenbar noch richtig riesig. Okay, ich muss mir jetzt nur merken, wo ich gerade war. Und das allererste, was ich jetzt mache, ich hole mir jetzt auch mal so eine scheiß Hacke. Ich brauche eine neue. So, Exo, hier bitte. Moment. Ich hatte doch schon einen, habe ich ja gesagt, aber danke. So, Maxwell, hast du schon eine Lampe? Hm? Also eine Laterne? Ja, habe ich mir schon gemacht. Ach so, habe ich nicht gewusst. Na gut, dann haben wir eine Reserve. Ja, wenn man stirbt, dann kommt man ja erstmal ohne Zeug wieder, ne? Nee, das behältst du. Also war bei mir zumindest so. Okay. So, was ich jetzt auch mal mache, ihr könnt mich dafür schlagen, aber ich mache mir jetzt einen Kochpot für unterwegs. Ist okay. Was kostet ein Kochpot? Bisschen Kupfer, 6 Kupfer. Ja, gut. Du Essen Monster. Haben wir auf jeden Fall ausgesorgt mit der Farm, die wir hier haben.
Ich erweitere jetzt nur noch ein Stück. Ich habe hier mal ein Bett hingesetzt und ja, man heilt sich da drin. Okay, dann hat das Bett auch einen Nutzen. Und? Es hat eine Daseinsrechnung. Leben pro Sekunde. Gut, ist nicht unbedingt, aber auch nicht unbedingt. Mit der Spitzhacke ist man ja irre viel schneller. Ja, Alter, was ist das für ein Weg schon? Kann man mir ein Auto bauen? Weiß nicht, ob man das pumpen kann. Wie mache ich aus so einem kaputten Boden wieder den normalen Boden? Das würde mich interessieren. Also den normalen Erdboden kannst du dann nicht wieder einsetzen. Warte mal. Wenn das Sand ist, wenn es Sand wird, ist echt nice. Das sind die Brücken, glaube ich. Die nehme ich. Ich wollte sie nur in einem anderen Inventar haben. So, die Gießkannen fülle ich, bevor ich sie wieder in die Box tue. Wenn du irgendwas an Samen hast, kannst du gleich direkt reinschmeißen. Ja, jetzt gebraucht hier runter wieder zu kommen. Ja, same. Zwei Gießkannen sind schon mal in der Box drin. Also ihr könnt zur Not auch selber gießen. Ah, ich hab die Schaufel jetzt erstmal. Ach, das ist eine Wood-Schaufel, die ich repariert habe. Boah, ich brauch dafür einen Kupfer. Aber reparieren ist sparsamer als wieder Neubauen, ja. Ja. Ich müsste mal ausprobieren, ob man in dem Boden, den ich jetzt hatte, da war nämlich Gras drin, ob man da auch noch was reinsetzen kann. Achso, ich dachte schon, einer kann nur die Werkbank benutzen. So, die Spitzhacke. Ja, das ist sehr angenehm gemacht hier. Oh, ich schlafe jetzt auch erstmal. Ich muss unbedingt heilen. Ach, du hast Holzwände gemacht. Das geht allerdings nur bis zum Maximum, ne? Mirko, du hast auch. Doch, du hast schon Helm, ne? Okay. Jetzt hätte ich jetzt zum Bauernhelm gegeben. Brauchte eigentlich eine Hose. Boah, eine Hose ist ja richtig teuer. Ich habe eben eine ganze Menge Kupfer mitgenommen und schon eingeschmolzen. Ich würde mir auch mal gleich Rüstung machen. Ja, ihr könnt das Kupfer, was hier in den Schmelzen drin ist, alles rausnehmen. Moment, ich guck mal. Ich pack das oben in die Kiste rein, da könnt ihr euch noch selber die Rüstung craften. Jetzt ist Nummer 24. So, 26 sind da jetzt drin. So, mal gucken, was ich alles für Items. Oh, wie sieht das aus? Du kannst richtig gut schlafen. Ich glaube, den Raum fürs Schlafen solltest du größer machen, wenn wir da vier Betten reinsetzen. Shining, hast du Zinn irgendwo reingepackt oder hast du im Inventar? Ich habe 6 Zinn im Bachen. Warte, ich setze sie hier oben in die Mitte. 6 Stück hast du? Okay. Die Wutschaufel, die kannst du, glaube ich, wegmachen. Mach dir doch einfach nur Kupfer. Die normale Workbench brauchen wir eigentlich auch nicht. Doch. Die du da gebaut hast. Wir haben hier doch schon eine. Ach cool, ich habe eine Mütze gefunden. Ach so, ja, dann kannst du wegmachen. Brauchen doch nur eine, weil das baut sich dann instant. Also wir bräuchten erstmal wieder Fiber für neue Betten. 5 Fiber für ein Bett. Weil du hast was gebaut, okay, das man nicht wieder kaputt machen kann. Was? Den hier? Dann nehmen wir sie einfach mit, damit wir unterwegs kaputt machen. Nein, ich meine nicht das Ding, sondern die Workbench, die kannst du nicht auseinandernehmen. Also an dem Ding. Nee. Die kannst du nicht auseinandernehmen. Du nimmst sie halt mit und platzierst sie irgendwo, mein Gott. Oder schmeißt sie nur platzierst irgendwo in den Müll. So, neunmal Pfeffer. Und der Meisterkoch. Ich hab Ring gefunden, Neues. Ich bin Meisterkoch und koch das jetzt zusammen mit diesen komischen Blüten. Das ergibt was Wunderschönes zu essen, glaubt mir. Wenn ihr Samen habt, rein damit. Ich hab das Feld schon extra so groß gemacht. Pai, kannst du mal kurz ausprobieren, ob du hier was pflanzen kannst, wenn du schon was hast? Ich hab noch Root Seeds, das ist jetzt Holz. Ja, probier einfach mal aus, ob du da auch was pflanzen kannst. Ja. Ah, okay, das hat mich nur interessiert, weil der Boden anders ist. Okay. Ich hab Hunger. Zu nett. Weil sieht so lecker aus. Gold. Okay, das Gold kann man in den Schmelzöfen nicht schmelzen anscheinend. Nee, dafür brauchen wir auch mal einen besseren. Alter, was habt ihr alles gefunden? Ja, in diesen Kisten halt. So, das tue ich mal rein. Noch irgendjemand 2 Zinnbarren oder Erze? Nee. Also einen habe ich gerade reingetan. Einer müsste gerade eingeschmolzen sein. Ich nehme mir mal kurz die Kupfer-Sachen hier und mach mir meine Kupferrüstung mal fertig, ne? Mach das. Dann gehe ich wieder in die. Aber Moment, kann ich mir noch eine 2. Kupferspitzhacke mitnehmen? Ist das für euch in Ordnung? Weil dann kann ich oben ein bisschen länger bleiben. Alter, haben wir viel Holz. Okay, Holzprobleme haben wir erstmal nicht. Kupfer ist noch keins mehr da. Wie viel Schleim hast du gefarmt? Ja.
Sag mal, kann man. Droppt ja relativ viel. Ich probiere jetzt mal was aus. Shining, wenn du Kupfer im Inventar hast, kannst du mir noch eben eine Spitzhacke machen, bitte? Ich hab's dir einfach gegeben. Ah, danke dir. Warte, Paul, du kriegst was Spezielles zu essen, dafür, dass du jetzt hier gerade stehst. So. Hier, in dem Ofen, ich brate dir einen Fisch. Nice. Und du kannst. Kann er denn? Oh, es gibt ein Rezeptbuch. Was? Es gibt ein Rezeptbuch. Ja. Das ist geil, danke. Wieso habe ich jetzt noch 9 von den Spicy Tulip Salads? Waren die für mich? Ich hab dir so ein paar Salate gegeben. Ja, Moment, ich pack dann aber ein paar weg, weil ist mir zu viel. So, ich guck mal, was kann man gut mit Pilzen zusammenbraten. Alles wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich kriegt man die Rezepte auch nur, wenn man sie einmal probiert hat. Also, geh ich fast von aus. Warte mal, ich schmeiß mal einen Pilz zusammen mit einer Paprika rein. Und gucken, ob sich das Rezeptbuch jetzt aktualisiert. Ja, man muss die Rezepte erst einmal selbst gemacht haben. Hier, du kriegst noch ein Burrito. Liegt hier bei mir. Okay. Also, ihr müsst die Rezepte einmal selbst gebraten haben, dann habt ihr sie. Muss ich das selber? Nee, wenn du das gebraten hast, reicht das schon. Ich sehe die alle. Ja, das wird auch mal für alle aktualisiert, aber das Rezept selber muss einmal gemacht werden. Also, das kriegt ihr nicht instant. Wenn ihr jetzt beispielsweise, sagen wir mal, irgendwie ein Hecht oder irgendwas in der Art findet. Ja, okay. Alter, haben wir viele Rezepte hier mit, ach nee, das war die Beeren. Wir decken uns aber auch nicht gegenseitig die Karte auf, ne? Nee. Wenn ich das richtig sehe. Nee, habe ich schon geprüft. Also, du hast ja irre viel schon erkundet und bei mir ist fast gar nichts, wo du warst. Natürlich schön. Stell meinen zweiten Kochtopf mal eben kurz hier auf, dann kann ich nämlich die Pilze noch nebenbei braten. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja einen Skill oder so dafür. Ja, es gibt dafür einen Skill. So, einen noch. Mirko, du hast eine Axt, hast du gesagt, oder? Ja, wie Axt? Was meinst du? Ja, die normale Dings-Axt halt. Ja, die brauche ich hier fürs Holz. Wir können uns hier Holz anbauen und du kriegst nur was, wenn du was mit einer Axt abbaust. Nee. Offenbar. Einfach wie Holz kannst du auch so abbauen. Nein, ja, ich meine das, was du mit den Samen anbaust. Das habe ich mit Hand kaputtgeschlagen und habe kein Holz bekommen. Ich habe Gold gefunden. Probier's lieber nochmal. Ist Gold gut oder ist Gold schlecht? Ich denke, das wissen wir, glaube ich, auch noch nicht. Nee, Gold ist, ne? So, jetzt Fisch. Direkt weggeben. Ja, kannst du mir geben, ich entsorg's für dich. Schmutz, Gold. So, das und das verbraten wir einmal. Das kann ich, wo ich bin, ne? Ich hab ein bisschen Holz nochmal gemacht. Aber wenn du zu mir kommst, Mirko, bei mir gibt's auf jeden Fall Zinn. Echt? Ja. Hier ist nämlich eine andere Area. Ein anderes Biom. Ganz oben rechts war das, ne? Wahrscheinlich. Ja, genau. Wo komm ich da nicht rüber? Echt schön. Alter, wir haben so viel Essen. Es ist wunderschön. Wisst ihr was? Erinnert ihr euch noch daran, dass wir Essensprobleme hatten? Die sind weg. Ja. Oh, ich sehe das wachsen. Oh, das ist wunderschön. Es ist gerade vor mir in den Endstadium gekommen. Wunderschön. Ist wunderschön. Wir haben keine Essensprobleme mehr. Ich brauche jemanden, der mir beim Gießen hilft. Und keiner ist bei mir. Wir glauben an dich. Ihr habt den ganzen Spaß und ich bin hier nur am Gärtnern. Okay. Also Lehm abzubauen ist echt scheiße. Ich denke, wenn wir dann Zinnspitzhacke haben und eventuell irgendwann mal Eisen eines schönen Tages. Dann ist das bei Zinn habe ich auch gerade mal gefunden. Brauchen wir es gerade? Ich habe auch. Was Zinn ist? Brauchen wir, ja. Zinn brauchen wenn wir du die zurückbringst, also dann können wir direkt die nächste Werkbank bauen. Zinn auf jeden Fall vorbeibringen. Wir brauchen es. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal meine Tasche voll machen und die Spitzhacken abnutzen. Weil ich einfach sehr weit weg bin. Aber wenn du in der Nähe bist, dann lohnt sich das schon, das direkt wegzubringen. Ja, so ganz nah bin ich jetzt nicht. Also 13 ja, haben wir, wenn du für 2 Zinnen hast, komm sofort zurück. Nee, fahren wir erstmal noch. Nee, wir brauchen ja nur 2 für die nächste Werkbank, dann kann ich hier noch ein bisschen schon mal vorbauen.
Falls wir ja, das nur wenn wir dann haben. Direkt noch mehr Zinn haben, da können wir direkt schon mal ein paar mehr Sachen bauen, weißt du? Ja. Bevor man jetzt irgendwie 10 Minuten läuft. Ich hätte auch eine zweite Spitzhacke mitnehmen sollen. Mit Holz geht's notfalls auch, aber ich glaube, dann brauchst du ein bisschen länger. Alter, ich weiß gar nicht mehr, wie ich zurückkomme. Ich will bessere Fackeln haben, die mehr ableuchten. Ja, diese machen echt kleinen Radius. Können wir ja schnell Holz mitnehmen. Ah, okay, man kriegt nicht immer das Zeug wieder, also die Samen. Ich hab jetzt ich deutlich weniger zufällig. Hier. Ja gut, dass man nicht aus jedem dann Samen kriegt, ist ja ganz normal, aber solltest ja eigentlich im Prinzip mehr Samen letzten Endes haben, als du brauchst, oder? Also momentan haben wir mehr als genug zu ersetzen. Essen. Da. Wir haben wirklich momentan mehr als genügend Essen. Ich habe dir auch noch mal ein bisschen was mitgegeben. Ja, ein bisschen was ist in der Kiste noch. Ja, ihr könnt auf jeden Fall noch ein zweiter mitmachen bei mir. Beim Abfahren. Lol, ich wäre ja. Ich bin beschäftigt, leider Gottes. Du bist Opal, ne? Ja. Ja, ich bin rot. Ich war fast bei dir. Ich fahre nur von unten. Ich bin immer noch hier unten und mach lang. Den ganzen Gärtner. Ich laufe jetzt gerade wieder woanders lang. Achso. Aber ich fahre da gerade in der Nähe bei dir. Soll ich dich abholen, Mirko? Ne, ich bin ja schon gleich wieder da. Wahrscheinlich will ja Zinn haben. Einen habe ich ja, glaube ich. Ich brauche zwei mindestens. Ja. So, du bist. Stimmt, du bist gelb. Wo hast du diese Stone Skin Potion denn bitte gefunden? Ich bin blau. Bist du auch bei den Clay? Ja. Den Clay Kevin? Für den einen hättest du ja nicht zurückkommen müssen. Ich brauche zwei mindestens. Ich wollte jetzt Exo. Ja, was soll ich machen? Scheine. Ist halt so. Warte Gold mal, wenn du gleich schon wieder losziehst, hier bitte, hast du was zu essen. Danke. Ich muss mir mal noch eine Kupferaxt machen. Ah. Exo, ich komme jetzt auch mal zurück mit dem Zinn und dann werde ich erstmal die Skillpunkte ausgeben. Stimmt, die gibt's ja auch noch. Ja? Ich habe mittlerweile auch im Crafting einen. Und habe ich einen durch Fackeln bekommen. Ja, mich auch. Achso, man kann mit dem Hammer auch direkt drauf. Man muss das gar nicht reintun. Hast du auch Samen bei dir im Mixstream? Ja, warte mal. Einfach direkt da ins Feld rein. Ich gieße gerade das Feld schon mal vor. Brauchst du nur reinsetzen. Und wenn du eine Axt hast, bitte das Holz hier einmal damit abbauen. Ja. Also mit Axt meinst du schon die Spitzhacke, ja? Nee, ich meine wirklich eine Axt. Okay. Wo macht man sich die? Warum? Wo ist das so eine gute Frage? Das hier. Woher kriegen wir eine Axt? Du hast doch gesagt, du hast eine Axt. Das ist Holz. Nein, der meinte eine Spitzhacke. Mir kommt nur eine Spitzhacke. Mir kommt keine Axt. Und bei mir vibriert's. Warum vibriert's bei mir? Nö, okay, danke! Hast du einen Boss gefunden oder ach, wie? Ich behaupte mal ja. Gefunden. Also, diese Rotsies verstehe ich momentan noch also, nicht. Warum war es jetzt nicht? Das war irgendwas Krabbelndes. Mit einem verdammt dicken Arsch. Das sah ein bisschen aus wie die Alien Hive Mother. Falls ihr die kennt. Was sind denn jetzt hier die Essenstruhe? Ich bin verwirrt. Otto. So, ich hab da einfach mal 20 Samen gepflanzt gerade, ja. Einen einzigen Zinnbahn brauchen wir, Exo. Wenn du schon hier bist. Nur einen einzigen. Dann haben wir endlich die bessere Werkbank. Ja. Moment. Da. Oh, was ist das jetzt für ein Fisch? Maden, Alter. Leute, in Kürze ist es soweit. Jo, die machen ja auch gar nicht wenig Damage. Wir haben 15 Zinnbar. Wofür sind wir noch gar nicht lang gegangen? Nach links sind wir noch gar nicht gegangen. Leute, darf ich vorstellen? Die bessere Werkbank. Ja. Ja, sehr gut. Endlich. Was können wir machen? Ja, da können wir jetzt hier Zinnwerkzeug herstellen und so einen Alchemietisch. Wir brauchen erstmal Zinn dafür. Wir brauchen irre viel Zinn, aber wir haben das Zeug schon mal. Und wir können ja auch einen Zaun, hier Fallen bauen. Damit. A Railway Forge, okay. Warte mal, hier können wir. Wir haben hier was für deine Clay Walls. Ach, das sind Fallen. Okay. Paintable Floor.
Habe ich mal ein paar gemacht. Für was anderes scheinen sie auch mal nicht da zu sein. Ich koche jetzt erstmal eine ganze Menge. Damit ich mein Rezeptbuch auch mal füllen kann. Das fühlt sich für uns alle gleichzeitig. Nee, ich hatte jetzt 3 graue. Aber Sachen, die du eigentlich auch schon hattest. Ich muss mal erstmal die Map hier erweitern. Guck mal, das hier macht man aus diesem Klingel. Ach, Leute, der ganze blaue Rahmen ist die Map. Oh, lol, das check ich ja jetzt. Ja, wir können mir unsere Base ein bisschen selber gestalten. Mit diesen Dingern, die ich da gerade hingelegt habe. Aber es ist schön, wenn man keine Essensprobleme mehr hat. Oh, die Orange Mushroom Soup ist gut. Die bringt mehr Mining Damage. Okay. Für 5 Minuten. Also schneller abbauen halt. So, die mache ich einfach mal schon mal in weiser Voraussicht. Ich könnte jetzt einen Zaun um unseren Garten bauen, ne? Aua. Ich habe Paintable Floor, Paintable Wall aufgenommen gerade. Ja, das habe ich dir mal gegeben, damit du es endlich mal siehst. Ah ja, sehr nett. Das habe ich nämlich gerade hergestellt. Das kann man aus diesen Clay Walls herstellen. So, jetzt, ich würde mal sagen, wir lassen jetzt mal den ganzen Kram hier erstmal wachsen. Wir haben ja mehr als genügend Essen. Dann will ich nämlich auch mal endlich wieder ein Höhlenabenteuer leben, aber am besten nicht alleine. Ich will den gleichen Boss mal angehen. Versuchen. Den dicken Blob. Ich glaube, den besiegen wir nicht. Weiß ich nicht. Meinst du nicht mit komplett Komfortausrüstung? Schaffen wir den? Da müssten wir aber, glaube ich, wirklich alle drauf gehen. Ja, ja, schon mit einem Mann. Ich meine, man kann es ja mal versuchen. Wir können uns ansonsten auch erst Zinnsachen erstellen. Könnten dann wir auch, wir aber wie viel Zinn hast du denn? Bis jetzt 43. Ja, komm zurück, hallo. Nee, ich muss jetzt die Spitzhacke noch abnutzen. Muss ich ja schon durch. Es braucht nur 3 Zinnmachen, um sich hier das Werkzeug herzustellen und 7, um das Zinnschwert zu holen. Das macht 74 bis 90. Und wenn ich das jetzt mal hier mit dem Kupferschwert vergleiche, das ist der doppelte Schaden fast. Also, wir sollten uns zumindest die Zinnschwerter machen. Gut wäre auch, dass dann alle schon mal den Backpack haben, ne? Backpack? Ah ja, der Explorer Backpack, dafür brauchen wir aber Fibers. Und die haben wir, glaube ich, nicht. Nee. Aber wir brauchen ja auch erstmal nicht mehr Betten dann herzustellen. Wir können ja dann Rucksäcke herstellen. Warte mal. Zinnbahn, hast du den jetzt aufgenommen? Liegt in der Kiste. Weil dann würde ich gerne diesen einen Zinnbahn nutzen und eine Falle vor unseren Base hinstellen, falls da Monster angreifen. Weil mit einem Zinnbahn kann man das herstellen. Ist die mehrfach nutzbar? Weiß ich nicht. Weißt du das? Aber ich habe die jetzt hier hingesetzt. Guck, hier ist jetzt eine Stachelfalle. Die habe ich hier auf den Boden gesetzt, vor unserer Tür. Was ist denn? Aber ich habe ein neues Kleidtauern gefunden. Hm? Oh, die alten die nächste Workbank, die braucht 20 Eisenbarren. 20. Eisen? Ja, 20 Eisen brauchen wir für das nächste Ding. Du musst jetzt erst noch mit Zinn arbeiten, ne? LOL! Wir können uns ein Schienensystem bauen! Habe ich doch gerade gesagt, okay. Ja. Das wird wild. Hat irgendwer auch Fibers gefunden, so rein zufällig? Nö. Ja, du kannst nämlich, du hast ja so fette Zinnvorkommen, glaube ich. Da brauchst du halt aber so einen Drill oder irgendwie sowas. Oh, das sind verschiedene, habe ich gar nicht gesehen. Das sind verschiedene Burritos. Ja. Also wir machen hier gerade das Essen heute zusammen. Heute Real-Life-Burritos gemacht. Oh, sehr geil. Mhm. Exo, wenn du die Samas, warum setzt du die nicht rein? Ich hab die da alle aus der Kiste gerade rausgeholt, ich hab die einsortiert, weil die falsch lagen. Die Samen kannst du ruhig direkt hier in den Boden semmeln.
Oh, da leuchtet es rot, da will ich hin. Tiny and Chrome! Hab ich jetzt hier gelandet? Ich würde daraus eigentlich gerne irgendwie einen normalen Boden machen. Oder zumindest diesen Paintable Floor, dann können wir hier nämlich ein bisschen gestalten. Ja, aber es ist doch besser, wenn ich jetzt erstmal den Stein da wieder reinsetze, als dass da die ganze Zeit ein Loch ist. Da stößt. Exo, wollen wir erstmal auf Fibersuche gehen, weil wir brauchen das ja. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ja, deswegen, ich glaube, ich habe das bisher nur aus Kisten bekommen. Deswegen meine ich ja Suche. Aber bist du schmal. Nach irgendwelchen Pflanzen. Nach links gehen jetzt weitergehen. Auch wenn wir da ein haben bisschen wir, müssen. Haben wir rechts überhaupt schon mal erkundet? Ich bin schon weit links. Rechts? Ja, ja, ich bin oben rechts. Ja, ja, ich bin oben links. Oben. Ja. Warte, ich mach mir noch mal so um die 100 Fackeln, ne? Bevor das heißt, ich würde hier unten den Weg nehmen und dann unten links weitergehen. Wo hast du das Holz reingetan? Immer in die gleichen Kisten, auch wenn das irgendjemand ständig in andere Kisten wirft. Also war in der falschen Kiste drin. Am Mistwort habe ich umsortiert, weil da irgendwie in zwei verschiedenen Kisten zwei verschiedene Sachen waren. Weil es waren die gleichen Sachen waren. Ja, ich habe irgendwann auch einfach nur reingetan, weil ich mein Krafting-Skill schießt gerade in die Höhen, ne? Weil ich gerade 300 Fackeln gemacht habe. Meint ihr, das reicht? Ja, ja. Wie viel Fackeln? 300. Ich habe wenigstens halt auch mal für ein bisschen Ohr gefunden. Ich habe 54 Zinn jetzt. Krass. Exo, wo bist du hingerannt? Ich hoffe jetzt erstmal wieder zurück. Ich bin blau. Das ich komme dir hinterher jetzt. Wo ist mein Schwert? Da. Warum ist ja keine Fackel? Oh, hier ist. Das lasse ich mal hier. Die Pizza ganz schön viel. Warte, ich muss noch eben kurz das Kupfer zurücklegen, weil das braucht man offenbar auch bei der Zinnwerkbank. Scheiße, das ist wieder. Und wenn ich schon hier bin, ich nehme mir kurz nochmal das Holz und mache nochmal sehr viele Brücken. Ich hab Eisen gefunden, Lul. Kannst du die Karte irgendwie markieren? Kannst du schon abbauen? Ja. Ich habe wieder Eisen gefunden, nice. Nice. Zwei Stück hast du jetzt schon. Ach, man kann auch gedrückt halten. Ja. Wo habe ich auch irgendwann da rausgefunden? Ich habe gerade den Mausklicker-Simulator gespielt. Gott. 400 Brücken. Also, wenn das nicht ausreicht, ne? Dann läuft irgendwas falsch. Exo, warte auf mich. Komm. Ich arbeite nur schon mal einen Weg durch, weil hier keine Höhle ist, aber da unten sehe ich eine. Wo bist du? Also Eisen kannst du leichter abbauen als Zinn. Okay. Stimmt, die Bombe kann ich mir auch mal eben kurz reinlegen. Die Kupferspitzhacke kann ich gerade bei dem Biom, wo ich vermutet hatte, dass ich laufe nochmal zurück. Kann ich nicht durch. Ich wollte noch den Pott mitnehmen. Ich Dolly. Keine Ahnung, vielleicht ich einfach Luck. Wird jetzt. Hi, Paul. Willst du eben kurz das Zinn reinschmeißen? Wir brauchen irre viel. Ja. Also, ja, du brauchst so lang, da brauche ich jetzt schon wieder eine neue Spitzhacke. Bring eigentlich diese Totenkopfdinger. Kannst du mir noch eine Spitzhacke mitbringen? Ich bin dabei. Weißt du was? Hier ist ganz viel Eisen, wo ich bin. Ich habe ein paar Spitzhacken dabei. Auch wieder 300, oder? Nee, die stecken sich leider nicht. Aber ich kann dir locker die ein oder andere geben. Sagen wir es mal so. Okay, ich glaube, hier geht's nicht weiter. Ne? Hier ist Stein vor mir. Steinwand, da kann ich nicht durch. Pfeiffer zu essen wird, hier ist noch welches fertig angebaut, ne? Ich hab nur Danke. Ich komme. Warum hat sich das nicht gesteckt? Warum denn die bessere Werkbank da unten, okay. Ich laufe nochmal zurück und nehme jetzt endlich das mit, weswegen ich überhaupt zurückgegangen bin. Ich will gar nicht auf den Clay stoßen, Alter. Das ist voll anstrengend, da durchzubauen. Ich wollte nämlich eigentlich einfach nur den Pott eben kurz holen, damit wir unterwegs was braten können. Ich komme, Exo, ich rette dich. Wie weit bist du denn dahin? Aus Zinn können wir Bronzerüstung bauen.
Und Schild können wir bauen, eine Slingshot. Ja, dann können wir jetzt nicht Fernkampf machen. Interessant. Interessant. Ja, macht nicht so viel Damage. Weiß ich nicht. Fühle ich nicht, muss ich sagen. Oh, da unten leuchtet's. Ach so, das ist Wasser. Hast du eine Kalaschnikow oder was? Eine M4, würde ich sagen, ja, aber. Mann, Exo, lauf doch nicht weg. Ich muss dir hinterher. Ist eine Schleuder. Ja, ich lauf doch gar nicht weg. So, hier, und gesammelt. Oh, gut, ich hab Gold gefunden. Hat irgendjemand sein Zeug hingeschmissen? Natürlich gewesen sein. Ich bin da. Ja, da ist er ja. Warte mal. Eine Spitzhacke, zwei Spitzhacken, drei, vier. Haben wir keinen Kupfer mehr? Danke. Gut, dass Palm mich gerade nicht gehört hat. Ach so, du hast den ganzen Kupfer verbaut. Ja, okay. Was ist also, das ist easy. Dann repariere ich meine Kupferspitzhacken nicht. Wir kommen aber nicht rein, ne? Warte, doch kommen wir. Oh Mann. Ja. Okay, wir können rumbauen. Sehr gut. Aber wir können das hier trotzdem nicht abbauen. Bombe? Nee, ich will dir ein paar Fackeln geben. Ah, ich hab das auch. Komplett nah zurücklaufen. Danke. Hier, hast du 100 Fackeln. Ich hab gerade ordentlich was abgebaut, beziehungsweise. Aber lass mich mal eine Bombe probieren hier. Hier oben. Vorsicht. Wie lege ich die hin? Draufklicken, rechte Maustaste. So. Okay. Hat irgendwie nichts getan. Du darfst nicht auf demselben Feld stehen. Ja, genau. Nee, ich glaube, die macht nichts. Warte mal. Warte, Vorsicht, weg da. Lauf! Also die Dinger hat's abgebaut. Nee, wir brauchen hier wirklich, glaube ich, erstmal die bessere Spitzhacke. Okay. Obwohl, den Boden könnten wir vielleicht abbauen. Was hast du da eingesammelt? Das versuche ich gerade rauszufinden, wenn ich es finde, aber. Ich glaube, das war einfach nur Kupfer. Willst du auch ein bisschen leuchten? Ist, glaube ich, leichter, als wenn wir hier blind durchlaufen. Ich lege natürlich ab und zu auch eine Fackel, ne? Oh, geschafft, endlich wieder da. Ist ja schon mal jemand durchgekommen? Ich glaube. Nee, wir haben es ja uns jetzt gerade erst frisch durchgegraben. Ja. Also kann ja nicht. Achso, es sind ja Ruinen, deswegen sind ja Wege, ne? Ja. Mirko! Ich hab was für dich. Was ist das? Wo? Was denn? Ein Zahnrad. Wenn das eine Ruine ist, dann gibt's hier doch bestimmt auch Fallen. Keine Sorge, ich hab noch genügend Brücken dabei. Boah. Warte, ich geb die mal ein paar ab. Die macht ja doppelt so viel. Ich hab auch noch 10 Stück. Ich hab 400. Noch? Ja. Okay. Da ist eine Kiste, die sollten wir auf jeden Fall holen. Exo, guck, da ist eine Kiste. Warte, ich nehme erstmal diese Sachen mit. Hier liegt noch was. Ich habe einen Weg zur Kiste gefunden. Und ich habe Fiber gefunden. Ich habe eine Ocarina gefunden. Ich habe Eisenbahn gefunden. Und Goldbahn. Ich habe hier gerade ordentlich gefunden. Hallo, das durfte ich hier mal angucken. Clear Gemstone. Entschuldigung. Nehmen wir doch die Kiste doch direkt auch mit. Ja, das ist eine gute Idee. Warte mal, hier muss man eine Brücke hin. Das kann ruhig hier bleiben, das hier auch. Ich bräuchte auch mal so eine Tasche. Warte mal, da liegt noch was. Was war denn das? Das war sah interessant aus. Oh, das ist gut. Hier unten geht's durch. Hier kann man sich durchgraben. Also hier ist auf jeden Fall ein bisschen Fiber überall. Okay, das ist auf jeden Fall gut. Bei Fiber brauchen wir ja. Warte mal, hier unten durch. Ja, von hier kommen wir oben lang. Ich muss wieder was essen. Warte mal, von denen gebe ich dir jetzt auch nochmal 3 ab. Damit du ab und zu mal leuchten kannst, wenn du da Bock drauf hast. Hier, das Leuchtfut, das liegt da aus irgendwelchen Gründen in der Wand. Ah, danke. Also das Spiel können wir ruhig ein paar Mal öfter spielen. Finde ich. Was meint ihr? Jo. LOL, ja, ich habe in der Kiste was gefunden, das mich zur Base zurückbringt. Ein Teleporter, cool. Ich kann extra einfach zurücklassen. Cool. Nett. Ich mach das mit dem 31er, okay. Ich hab halt nur eins gefunden.
So, was mache ich jetzt mit der Ocarina? Ups, ich habe da eine Bombe fallen lassen. Willst du mir folgen? Ich will die Ocarina irgendwie nutzen. Ja, das geht leider nicht. Ich habe ja auch eine. Aber ich habe auch noch so einzelne Coins, aber keine Ahnung, wofür die sind. Kann damit schlagen. Aber sonst? Sollen wir erstmal den Boss besiegen gehen, hier oder sind weiter. Wir noch zu schwach? Wir erkunden gerade die Ruinen. Sonst gehen wir kurz mit einer links unten, Mirko. Let's go. Ja, wie viel Zinnzeug können wir denn schon herstellen irgendwie? Ich habe jetzt für jeden Schwert und eine Spitzhacke gemacht. Ah ja, gut. Das klingt schon mal gut. Ich hab schon 15 Zinnbarren wieder neu gemacht. Brücken. Ah, du bist schon schneller als ich. Uiuiui. Was passiert hier? Da war irgendwas, Exo, da war irgendwas. Ja, da war was riesig Großes. Kommen wir da irgendwie hin? Brücken. Ich glaube, das hat die Wand eingerissen. Das sind auch noch mal Zinnbarren. Ne, da kommen wir nicht hin. Was war das? Ach, man kann Bronze. Das hat die Erde vibrieren lassen. Ja. Ja, das ist der Riesenkrabbler, den ich gesehen habe. Ey, da kommen wir nicht durch. Leider. Ah. Ich hab eine Katze. Kommen wir jetzt aber. Und da ist auf jeden Fall Eisen drin. Nice. So, wo ist der Gegner, Paul? Lass kämpfen. Nee, nicht zur Zeit. Easy. Nee, guck mal, die Ruinen sind schwer, da schon richtig gut beleuchtet jetzt. Ja. Da ist nur noch, hier links von mir ist noch eine kleine Vase, wo was drin sein könnte, aber sonst haben wir eigentlich alles mitgenommen. So, Exo. Einmal. Moment, ich habe gar keinen Platz. Das ist doof. Wo seid ihr? Ich muss was rauswerfen. Dann nehme ich es wieder mit. Nee, alles easy. Ich kann kurz was. Ja, okay. Sonst gib mir dein Kupferzeug. Nee, ich werf hier, ich habe ja eben. Ich habe einen Platz frei. Du weißt Sachen? So, jetzt habe ich. Ich habe noch einen Platz frei. So. Ja, okay, sehr damit schön. Kann ich arbeiten. Vielen Dank. Sehr gerne. Was hast du da bekommen? Das war Gold. Nee, das da links jetzt. Von mir. Ich habe keinen Platz mehr frei. Deswegen kann ich Achso, das gucken. Ist Steinwand. Achso. Jetzt können wir uns hier durcharbeiten damit. Ja, aber hier nicht. Was ist das denn wieder für Material? Das ist Ruine. Ich mach mal kurz 31er. Warte. Tschüss! Ich meine, der Weg ist da nicht weit. Da können wir theoretisch jetzt wirklich kurz zum Boss gehen, ne? Mal gucken, wie der läuft. Ich habe mich mal kurz zurückgeportet, weil ich muss mein Inventar mal unbedingt leeren. Ja, müsste ich auch. Oh Gott, Maxim, bau das doch ab! Eure viel Food! Einfach draufschlagen! Wir brauchen mal größere Kisten. Ja. Warte mal, ich habe eine Kiste unterwegs ja gefunden. Die setze ich jetzt erstmal hin. Wisst ihr was? Die setze ich jetzt bei uns rein. In unseren Schlafplatz. Macht damit, was ihr wollt. Ist da gerade explodiert? Wir haben ein paar Bomben gefunden. Okay. Oh ja, so wird man auch Platz Items los. Einfach die Bomben irgendwo hinsetzen. So, diese komischen Coins, die ich gefunden habe, setze ich jetzt auch mal hier rein. Wir haben keine Kiste fürs Essen, oder? Die Kiste fürs Essen ist links. Ganz links? Das ist die ganz linke. Ach so, ich habe auch ein paar Goldbarren gefunden und so komische Ents und Gemstones habe ich bekommen. Ja, die haben wir auch schon. Die sind alle in der dunklen Kiste drin. Guck mal, weil ich hab was Wunderschönes mitgebracht, eine Ocarina. Nice. Bis jetzt stolz. Ja, dieses ganze nutzlose Zeug liegt in der Steinkiste. Warte mal. Wir haben aber mehr von den Gemstones. Kann man das ausrüsten? Um einiges mehr. Oder? Nee. Kann man nicht ausrüsten. Was ist? Alles gut. Aus diesem komischen Core-Eides, also dem Broken-Ding, kann man wahrscheinlich das Ding herstellen, was ich gerade zum Teleportieren genutzt habe, weil davon hatte ich die ganze Version. Ich will kämpfen. Ich will Blut sehen. Komm. Ja, hey. Ja, wir müssen aber auch an unser Essen denken hier. Diese Hotseas bitte nicht anpflanzen, solange wir nicht wissen, wie wir die anständig abbauen. Essen schmessen, komm, kämpfen. Hallo? Essen ist wichtig. Toten Monstern. YOLO. Wir dürfen mir jetzt hier erstmal gießen helfen. Damit wir Essen haben. Wir gehen jetzt Boss klopfen. Go, go. Klopfen.
Ich gieße jetzt hier erstmal, damit wir Futter haben. Aber dieses Ok-Ok. Ich hab doch erstmal genug jetzt. Ja, aber wenn das schon mal fertig ist. Hier. Oh! Ich habe hier graues Brot gefunden. Ob ich das essen sollte? Ja. Oh ja, hör mal, schmeckt. Graubrot ist doch was Leckeres. Wenn du mir hilfst, geht's halt schneller. Wo hol ich jetzt Wasser her? Achso. Einfach ja, da in den Fluss gehen. Hab ich schon mal getestet, ob Bomben auch Spielerschaden machen bei uns? Nein. Nee. Okay. Irgendwer hat Ancient Gemstones in eine Schmelze reingepackt, okay. Das war ich, sorry. Ach stimmt, ich wollte das ausprobieren. Ich hab ja noch ein Zinnband. Warte. So, Köpfen. Ist alles gegossen, Herr Scheuning? Ich will mal mir irgendwas aus Zinn herstellen. Nein, guck mal jetzt. Köpfen. Was ist schon mal aus Zinn? Solltest du ein Schwert und eine Spitzhacke haben? Nee, diesen Carpenter-Table können wir nämlich herstellen. Willst du jetzt Einrichtungsgegenstände bauen? Warum denn nicht? Komm, wir gehen zum Boss jetzt hier. Ich will Blut sehen. Let's go. Shining, komm jetzt. Was baut man denn da? Oh, da kann man bessere von diesen Teilen herstellen. Also von. Ah, nee, wir brauchen dich. Ja, wir können bessere Fackeln daran herstellen, jetzt. Was ich gerade hergestellt habe. Boss kloppen, danach Fackeln bauen. Ah, oh. Ich komme ja schon. Ich bin gleich tot. Ah! Oh mein Gott, oh Gott. Oh, aua. Aua! 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 Erstmal essen? Ah, erstmal essen. Ach du Scheiße. Aua, aua, aua. Oh, ich muss bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin am Arsch. Oder nicht? Ich muss erstmal was essen. Wir müssen mal ablenken. Ja, aua. Ablenken. Aua. Ich bin Karl, nein. Oh, jetzt ist die Brücke weg. Jetzt ist die Brücke weg. Shit. Zieh nicht so weit raus. Nicht, dass er sich resettet. Aua. Wir kriegen doch easy hin, ey. Oh, oh. Enrage? Schnell Damage machen? Ja, Enrage. Aua. Aua, aua. Aua. Ich hab kaum noch Leben, ich muss erstmal regenerieren. Ich bin so tot. Hilfe, bei mir oben. Oh, der regeneriert gerade, oder? Ja, das ist... Mach mal was ganz Sinnvolles, ne? Oh Gott. Ja, da wurde zu weit rausgezogen, schade. Okay. Ganz so weit weg. Ich mach gerade was ganz Sinnvolles, dass du später vielleicht sich rentiert. Nein! Jetzt schnell Damage! Oh, jetzt nicht mehr! Nein! Ich bin tot! Aua! Respawn wieder nicht. Rein in den Kampf! Ja, ich kann nicht! Ich hab nur einen! Ich hab so einen Fitzel! Ich komm runter! Ich schalte mir kommen! Komm, mach ihn so viel tot! Er ist tot! Sehr gut! Besiegt! Der Lappen, Alter! LOL, hat er viel Zeug dabei! Okay, das sind nämlich erstmal. Achso, irgendwas. Nein, nicht den Hauen! Okay, nee, das ist kein. Was ist ein Händler? Er ist ein Händler. Erstmal verbrücke. Warte mal. Ich komme sofort wieder. Was haben wir denn jetzt alles an Loot bekommen? Ich hab gar nichts gesehen. Bei dem können wir Fibers nämlich kaufen. Und die hole ich jetzt. Also, ich habe ein legendäres Clutch-Ei. Das kannst du in den Dings reinsetzen. Ja, oben in diesen Schrein da wahrscheinlich. Dann habe ich ein Wooden Shield bekommen. Ja. Ein Ancient Gemstone. Die Chest, die er da hatte. Und einen Slime Oil. Keine Ahnung. Slime Essence. Warte, ich komme sofort wieder. Töten? Moment, da steht dran, placed in a habitable room. And a bearded character might move in. Meint ihr, wenn wir das in den Raum reinsetzen, wo ein Bett ist, ach, dass da der Heini hier reinzieht? Ja, das sieht so aus, ne? Der hat ja hier den geölten Bart. Und da Vorsicht, da kommt ein Schleim. Warte, erstmal Wichtiges. Wie nennst du den Shining-Hammer? Und hier noch ein Set-Item habe ich bekommen. Eine Halskette. 15 Max Leben. So, ich habe jetzt all unser Geld in die Fibers gesteckt, weil den Rest können wir ja so finden. Das ist auch Set mit cool. Mehr Range Damage. Geil. Ja. Okay. Ich hatte mitten im Kampf einfach mal ein bisschen diesen Schleimboden abgebaut, damit wir ein bisschen besser bewegen können. Aber ich glaube, der hat den einfach selber gespawnt.
Ja, jedes Mal, wenn er gesprungen ist, hat er wieder neuen Schleim gemacht. Auf dem Boden, ja. Aber nice, wenn ihr Keller einfach einzieht, wäre entspannt. Da muss man nicht mal runterlaufen. Ja, hier oben. Hier oben haben wir im Bett. Hm? Wo ist denn Exit? 8 Fibers habe ich. 9 habe ich jetzt. Moment, ich komme. Okay. Ich nehme jetzt mal alle 10 Bahnen mal nach raus. Das ist frech. Zusammen mit dem Schleim. Dann kann ich nämlich was abbauen. Anbauen. So, das können wir jetzt einmal bauen und das haben wir. So, jetzt haben wir auf jeden Fall alle Tables, die der hier herstellen kann. Ich würde mal sagen, wir bauen auch mal ein bisschen unsere Basis aus. Falls einer Steinwinde hat mit Holz und Stein, kann man bessere Fackeln machen bei der Bank, die ich gebaut habe. Ich hab das jetzt mal hier hingestellt, zwischen den linken beiden Fackeln. Was denn? Warten wir einfach mal, was passiert. Okay. Vielleicht muss der von alleine dahin wandern. Was ist das denn? Ja, dann beschwörst du auch immer diese Bosse. Dann packe ich mal das Ding hier rein. Crystal. Hive Mother Scanner. Gorms the Devourer Scanner. Und Slime Sword können wir bauen. Tin Bar 8, Copper Bar 8 und 15 Slime. Können wir ein Slime Sword. Das nicht ach, schlecht ist. Ach so, damit. Du hast da ein Tages Move. Ach cool. Okay. Dann können wir dann die Gegner finden. Devourer ach. Und Hive Mother. Nice. Also der eine Viech scheint ja einfach außen rum im Kreis zu laufen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, die Hive-Mother, ne? Oh Gott, ist mein ist Inventar so voll. Ich hätte jetzt gesagt, wäre der Devourer, weil er alles auf dem Weg frisst. Achso, weil ach so, jemand gemeint hatte, Alien-Königin. Denn ja, das sieht halt aus wie die Alien-Queen. So, jetzt ja. Können wir aus, erstens... Aus dem Film Alien. Oh, hier können wir Potion und Bomben herstellen. Aber das ist ja keine wirkliche Hive-Mother. Also Hive ist für mich so dieses Hive-Mind-mäßige. Leute, wir müssen unbedingt hier diese... Paprika-Farben, daraus baut man sich unglaublich starke Bomben. Also wenn ich die jetzt mit den alten Bomben vergleiche, das ist der vierfache Schaden, den die haben. Zum Abbauen. Kannst du die Katze einfach für mich streichen im Extreme? Was? Einmal die Katze für mich streichen, bitte. Danke. Ich meine jetzt mit den Schlafraum größer. Nur ein bisschen. Die sind nächste Woche weg, hoffentlich. Nicht die Katze. Doch. Also hier beim Alchemietisch, den ich gebaut habe. Man braucht Larven-Miet. Warte mal, wie viel von den Dingern haben wir jetzt? Oh Gott. Ich kann sein. Leute, wer wieder ans Poppen haben. Shining, bleib mal stehen. Komm mal her. Komm mal her. Ja. Boah, ich bin erschrocken. Ist das für mich? Hey, wir sind hier von euch hier. Das ist schon lang gegangen. Ich umsonst gegraben. Das ist aber nett von dir. Ein wunderschönes Amulett. Dafür kriegst du auch was von mir. Komm mal her. Ich hab was Wunderschönes für dich. Heffern. Oh, eine Bombe. Guck, die, vergleich die mal. Warte, vergleich die mal mit den Crude Bombs. Ja, ich hab schon gesehen, die Crude Bomb. Die ist ja fast viermal so. Also dreimal so aus gut. Aus Schleim und diesen. Fast viermal bei meiner. Paprika kann man diese ultra starken Bomben herstellen. Man braucht nur 3 Paprika und Schleim haben wir ja eh ohne Ende. Bei mir hat es gerade vibriert. Und man kann Halt-Potions hier auch machen. Das ist nice. Pfeffer und diese Beeren dürft ihr nicht verarbeiten. Daraus kann man erstens Bomben herstellen und aus dem anderen kann man die Tränke herstellen. Damit sind die Bosse wahrscheinlich auch viel einfacher. Ich werfe jetzt erstmal Zeug hier wieder rein. Warte, das nehme ich mir aussortieren. Jetzt mal. Und hab 6 Heil-Potions gemacht. Hast du eine Fiber für mich? Eine einzige? Ja, Fiber habe ich alles abgelegt. Doch eine einzige Fiber, dann kann ich mir den Rucksack basteln. Ah, hier sind noch 2, hier ganz rechts. Ja, endlich mehr Inventar. Ich habe immer Inventar voll, das war so nervig. Und das macht sogar das Movement Speed höher, das Explorer Backpack. Wer hat hier was gebaut und nicht mitgenommen? Ich habe hier oben rechts mal die Clutch Chest aufgestellt. In dem Schlafraum. Da können wir Ersatzausrüstung. Also, keine Ahnung. Oder sowas. Ganz besondere Ausrüstung kriegen, schön oder so mal reinpacken. Keine Ahnung, was. So, wo bleibt unser Händler? Oh, das ist eine richtig große Kiste. Ja.
Da wollten wir auch mal so einen Schleimfarmraum erstmal eben kurz machen. Wir können den ja mit einer Tür versiegeln. Dann können wir dort Schleim farmen. Weil den brauchen wir für die ganzen Potions und so weiter. Das überlasse ich euch. Ich bin gerade nur am Farmen. Exo! Eine Kette gefunden, nice. Abbauen. Oh, Pilze habe ich ja lange nicht mehr gefunden. Immerhin 6 Eisen schon. Hey, Red Label. Und Abend. Ja, das Spiel ist super. Ach, oh, hier ist ganz viel Sinn, nice. Oh, die Sinn-Dings hört sich schon gut. Kann ich auch ein paar. Und scanne bald mit mir Eisen fahren, Mirko. Als ob du auf so viel Eisen jetzt stößt, auf einmal. Ich bin halt im anderen Biom. Wo Eisen ist. Das ist halt nicht unbedingt viel, aber also dort. Du bist ganz lange. Unten links, ich bin ganz oben links. Das Biom habe ich ja schon relativ früh gefunden, kam halt nicht durch. Dann auf einmal, mit der Zinn Big X geht's. Let's go. Danke für den Raid, Dave. Hallo, Dave. Dave. Wir brauchen 20 Eisen für den Tisch, sagst du scheinbar. Auch bei uns geht alles gerade ganz gut ab, Dave. Wir haben gerade eben Boss geklatscht und Extreme ist dabei gestorben. Ja, Mirko. Du Lappen. Stirbst du auch einfach? Selber Handtuch. Ja, man kann jetzt hier einfach so durchlaufen. Nein, du bist warum bist du weggegangen? Ich brauche hier Hilfe beim Abbauen. Hast du mal gesehen, wie viel das ist? Ach, jetzt... Also meine Gärtnerfähigkeiten wachsen gerade ins Maximum, immer noch, ne? Gold. Ja, Gold war bis jetzt in jedem Biom gefühlt. Muss hier erstmal meine Skills ausbauen. Ja, ich hab Skills, wer jetzt gedacht. Wer hat hier diesen Scheiß da oben angebaut? Das war ich natürlich. Leute, nicht die Rotzeeds reinsetzen. Da kriegt man nichts von. Doch Holz. Nein. Doch. Von Rootseeds kriegst du Holz. Du musst ja halt weiter auseinander platzieren. Ich hab ja nebeneinander gesetzt. Das war nicht so optimal dabei. Oder müssen die noch weiter... die müssen jetzt... Halt Holz raus. Ich sehe es jetzt erst. Die müssen ein halbes Jahr erstmal wachsen. Ja, muss halt Holz sein. Ich hab Ground Asset Slime. Weißt du, wie viele davon haben? Wir wollen noch so einen Schleimfarmraum machen, damit. Damit wir Schleim farmen können. Wie sind bei mir so komische Würmer? Haben wir noch Zinnbarren? Ein paar. Okay. Das ist nicht stark. Lol. Also diese Maden? Ja, die sind aus denen kann man sich Potions machen, aus dem Fleisch. Dann kann man sich einen Enrich Potion machen, den Melee Damage um 32% erhöht. Hast du zufällig auch so Steinwände bei dir? Meinst du mich? Ja, wenn du gerade hier bist. Ja, Siggi. Willst du Steinwände haben? Ja, ich will bessere Fackeln machen. So, ich habe jetzt erstmal 20 von denen gebaut. Jetzt will ich sehen, wie viel die ausleuchten. Ich hau das Ding jetzt extra hier weg. Nice. So, Vergleich. Das ist die, die ich jetzt gebaut habe. Nice. Und das ist die vorherige. Ich denke mal, der Radius ist schon ein bisschen höher. Das hier ist die bessere, oder? Ach so. Also wenn man die jetzt... Beide... Bessere. Ja, das ist die, die man an der hier basteln kann. Dafür braucht man Holz und Steinwände. Okay. Ich gebe dir die 20, die ich mal gebastelt habe, mit. Warte, mach mal. Nee, mach mal kurz die hier weg. Bau mal kurz hier ein bisschen durch. Ich will mal testen, ob die wirklich besser sind. Dekorative. Geht auch mit Shift? Nee. Nee, die musst du so setzen. Die kannst du nicht mehr. Ja, ist doch schon vom Boden. Die ist auch nicht besser. Ja. Shining.
Chrysalis? Was ist denn Chrysalis? Die sieht schöner aus, aber die ist nicht besser. Ah, schade. Ich habe hier einen riesigen Raum ausgehoben jetzt. Da kannst du irgendwie was mitmachen. Okay. Wir müssen gucken, was wir damit machen. Du hattest doch gemeint, die Schleimfarm wolltest du. Ja, aber nicht so nah an der Base. Nein, ich bin tot. Also da würde ich schon mindestens hier eine Wand ziehen. Ja, ich habe ja auch nur erstmal das rausgenommen. Ich würde sowieso mindestens eine Holzwand reinsetzen, wenn nicht sogar Stein, wenn wir das später machen können. Hat doch irgendjemand oben Zinnbarren dabei, gerade? Nö, die sind gerade bei mir alle oben. Nein, tut mir leid. Wart mal. Ich habe hier etwas, das habe ich einfach nur just for fun gebaut. Red Label, auf jeden Fall korrekt. Borderlands 2 war der beste Teil. So, Leute, will irgendwer hier was richtig Schönes ausstellen? Ich habe hier ein Podest hingestellt. Hat irgendwer was ganz Besonderes? Ja, 3 war so lala. Ging. Ich weiß, was wir da reinstellen. Hat ein paar gute Stellen, aber insgesamt... Das Ding ist ja einzigartig. Hyper Trash. Guck mal! Ist doch wunderschön. Ey, ganz kurz, Borderlands 3, wenn man alle Teile davor gespielt hat und die Telltale Games, war 3 absoluter Trash, was die Story angeht. Leute, wir Gameplay war in Ordnung. Humor war okay. Aber storymäßig, nee. Das war einfach nicht das, was man erwartet hat. Und damit ist mein Rant auch schon vorbei. So, warte. Das hier nehme ich mir raus. Exo, kannst du für mich mal kurz anpflanzen? Was denn? Das hier. Weil ich baue mach so lange Tränke. Okay, das müsste ich schaffen. So, 7 Heiltränke. Pal, willst du ein paar Heiltränke mitnehmen? Pal? Ach nee. Ja. Hier, Heiltränke und kriegst auch direkt ein paar von den Ultrabomben. Danke. Nice. Oh, geil. Hunger essen? Ja, ich kann jetzt, so, ich habe die nächste Stufe bei Mining machen. Ich habe vor, hier unser Bett bzw. Hauptquartier ein bisschen einzufärben, dass es dekorativer ist. Wir haben 8 Farben zur Verfügung. Gelb, blau, rot, ja, grün, dann nochmal weiß, braun, schwarz und lila. Was hättet ihr gern? Ja, sagen wir mal uninspiriert wäre der Teil, ne? So würde ich es ausdrücken. Also dann... Drei hat man halt den Riesenkrieg erwartet. Wenn man die ganze Story verfolgt hat von den Teilen davor, man hat irgendwas Riesiges erwartet und das war nur so, ja, okay. Whatever. Wie bin ich denn da hingekommen? Warte mal. Hab ich nicht gefühlt. Aber Gameplay war gut. Immerhin. Wer hat da schon wieder was Kacke eingeordnet? Ich? Weiß ich nicht. Was denn? Ich köpfe dich. Ich seh's doch. Ich weiß ja nicht mal, worum es geht. Ich sehe das Kupfer bei dem ganzen Ultra-Zeug. Hier, nee, bei der mittleren Kiste. Da ist der Kupfer drin, mit dem Gold und so. Hier in der grauen Kiste war auch Kupfer. Ja, das hab ich. Da waren 4 Stück, ne? Die hab ich dann aus Versehen da reingepackt. Ah! Nee, und 15 Eisen. 15 Barren davon. Wir müssen das natürlich auch gießen, echt schon, ne? Hallo? Ich hatte keine Gießkanne dabei. McStream hat auch eine. Ah, nein! Ich sterbe. Und er kriegt gerade seine gerechte Strafe dafür. Ich hab nichts gemacht. Ich hab die Gießkanne aufgefüllt und wieder reingetan. Ich bin unschuldig. Also wir sollten hier diese Farm auf jeden Fall am Laufen halten. Allein schon wegen der halben Tränke, ne? Aber bei einem... ist ja wohl klar, oder? Jeder Borderlands-Teil, der rauskommt, ist ein guter Borderlands-Teil schon an sich. Ich hab Fiber gefunden für Junior auf, Lul. So, ich probier jetzt was aus. Ja, Gameplay und Humor sind immer gut. Ja. Ja, außerdem, allein, dass es mit der Story, mit der ganzen Serie weitergeht, ist mir schon wichtig. Ja, ich wollte eine Tina's Borderlands auch Teil dabei ist, der nicht so gut ist. Aber in Borderlands 2 ist das doch nicht passiert, letzten Endes. Das war halt mein Problem, dass eben diese ganze Serie nicht wirklich fortgeführt wurde. Mein sondern dass dann irgendwelche Random-Heinis da waren. Mein größtes Problem war halt einfach nur färben. Maya. Also dass Maya dann halt... Naja. Exo, guck mal. Ja, das war auch... Naja, okay. Wir können die Kisten jetzt einfärben. Das hat ja ziemlich viele Leute verärgert. Und da war ich auch einer von.
Ich glaube, ich habe irgendwann mal so ein halbe Stunde Rant oder was über Borderlands 3 rausgehauen. Das war einfach, ne. Guck mal, ich habe unsere Kiste eingefärbt. So können wir uns das besser merken, welche Kiste was ist. Okay, jetzt müsst ihr allen nur noch ein Schild da dran basteln, wofür die Farben stehen. Ja, das war's mit dem heutigen Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und besucht natürlich auch die Kanäle der anderen. Tschüss!